Möbel ist gut, Schuhe könnte besser sein. Ja? Ja, wie? Jetzt wird er sicherlich gleich das Leder draußen abladen, was egal ist, weil es liegt eh schon laufend Leder hier rum. Du bist mein Steinmetz, du darfst da rumlaufen, ja. Wo ist Ulla gerade unterwegs? Hier auf den Straßen, das ist gut. Und ja, ich werde vielleicht versuchen, in der Mission so viel wie möglich zu vernetzen. So, er holt den letzten Bogen. Ja, keine Bögen mehr hier. Oh, den hat schon jemand, hä? Ja. Nebenarbeiter Zelt steht schon seit einer Weile leer, ist aber nicht so wild. Ja, du holst jetzt hier endlich die Bäume ab. Ich will eigentlich gar nicht in unsere Statistiken in den Friedhof gucken, weil... Wir haben 4 tote Frauen mittlerweile. Jawohl. Und Ulla lernt es immer noch nicht. Okay, du kannst mal den Bogenschnitzer ein bisschen vollpacken. Und wenn der voll ist, dann werden wir erst dich Bögen machen lassen. Und dazu brauchst du auch ein bisschen Leder. Ah, das Wunschleder ist da. Und da wir hier oben sonst kein Leder brauchen, außer die 10 für die 10 Bögen, machen wir das so. Du bist erfahren und kannst trainiert werden, das ist gut. Ah, du findest noch ein paar Pilzchen. Und aus den ganzen Pilzen muss erstmal noch Öl gemacht werden. Und danach darfst du Holzwerkzeuge schreinern. Knut hat Hunger, er geht essen, das ist okay. So, die nächste Frau des Müllers. Okay, der Müller hatte schon genug Frauen, würde ich mal sagen. Ich lasse Iva mal heiraten. So, du bist erfahren und kannst trainiert werden. Ich könnte auch hier 3-Familienhaus nach da drüben verlegen, wenn das so weitergeht. Und natürlich auch das 2-Familienhaus von der Brauerei. Möbelwerkstatt steht schon lange leer, nur ist nicht so schlimm.
So, du bist erwachsen. Das heißt, du gehst in die Schule, lernst dort Eisenschmelzer. Also ja, definitiv, wenn sie wieder auf Abwege nach da oben geht, dann verlege ich dir ihr Haus. Wirklich nach hier unten. Da hat zwar der Müller einen etwas weiteren Weg. Aber ich glaube wenigstens nicht mehr in Gefahr, dass die immer nach da oben latschen wollen. So. Eisenschmelzer. Eisen haben wir ja schon mal mehr als genug. Du bist immer noch unser Steinmetz, das ist gut. Du jedoch bist wieder auf Abwägen, da halte ich dich gleich mal davon ab. Du kochst schön, das ist gut. Ah. Oh, Schuhe. Schuhe haben wir wieder im Überfluss. Niemand auf dem Weg in seinen Tod. Jäger. Ja. Ja, okay, wir machen das so. Dreifamilienhaus, bitte hier drüben hinsetzen. Von mir aus direkt an den Wegweiser und auch eine Straße gleich da hinsetzen. So. Fang bitte mit der Rüstung an. Das ist jetzt unpraktisch. Ja. Rüstungsschmied wurde fertiggestellt. Tempel steht schon lange leer. Schwertschmiede wurde fertiggestellt. Gut. Das ist wirklich gerade ein Problem. Na gut, dann muss ich halt die ganze Zeit die nach oben Taste gedrückt halten. Seinen Tastenhänger hatte ich aber auch noch nie. Der will auch nicht ausgehen, aber... Oh, nein, nein, nein. Kommst du noch lebend weg? Ja. Das heißt, ich werde euch jetzt alle gleich mal umziehen. Du hast nichts zu tun, dann... Bau doch mal bitte hier das Mehrfamilienhaus.
Du hör auch auf Abwege zu gehen. Das ist ätzend. Du bist hungrig. Na, dann geh essen. So, ich speichere auch mal kurz. Und dann lade ich einfach mal. Das bringt auch nicht viel. Okay. Dann mache ich das noch ein paar Minuten mit. Mache dann einen kurzen Cut. Und dann... Guck ich mal, wie wir das beheben können. Ja, in der letzten Folge kommt gerade viel zusammen, was unsere Bugs angeht. So, Werkzeugschmiede ist fertig, sehr gut. Gott, haben wir schon viel Gold und Bier eingelagert, weil sie eh nichts anderes zum Einlagern hatten. Liefert einen Pilz aus. Er findet noch immer Pilze hier oben, das ist gut. Warten wir mal ab, wann er aufhört, Pilze zu finden. Dass er dann... Öl draus machen kann. Geschirr ist 20 hier oben. Wie viel Geschirr haben wir hier unten? Mittlerweile 6. Ach, ist auch gut. Und wieder jemand. Ach, es ist Ulla. Wir haben zu viel Weizen, fällt mir gerade so auf. Also ja, ich habe immer noch den Squall Bug. Und das kann man sich echt nicht antun. Aber wie gesagt, wenn wir noch die Folge voll haben, werde ich kurz einen Cut machen. Da merkt man den Cut wenigstens nicht ganz so arg. So, das Dreifamilienhaus ist fertig. Das heißt, wir setzen auch noch gleich ein Zweifamilienhaus daneben. Und siedeln die Leute von hier um. So. Wir beiden können da nur leer stehen bleiben. Brauchen wir halt nicht. Na, gibt's halt. Hier hinten rum eine Straße. Hier rumstraßen. Hier eine Straße, die auch nach hier oben führt. Und eine Straße, die hier runter führt. Wenn wir gerade dabei sind, das ist Wachwassergraben. Das ist eine Straße bauen. Haben wir hier noch eine Straße? So.
Und hier eine Straße. Gut. Das heißt, ich speichere jetzt hier mal kurz. Mach kurz einen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn hoffentlich der Bug weg ist.